Wir haben es rund 7 Uhr und es ist Zeit, die Vending Machine, den Verkaufsautomaten aufzufüllen. Und er ist ja aktuell noch in der Testphase. Und es gab da so ein paar Probleme. Dazu aber mehr nach dem Intro. Ab geht's. So, bevor wir gleich losfahren, gehen wir einmal ganz kurz ins Büro, ziehen uns eine Picking-Liste. Das heißt, wir wissen dann, was im Automaten fehlt. Die Telemetrie sendet uns das und demnach können wir dann unsere Sachen packen. Und haben nie zu viel im Auto, was dann irgendwie unnötig lange rumliegt. Wichtig ist natürlich, dass man auch die Kühlkette bei sowas einhält. Bei Schokoriegeln und sowas ist das nicht so wild. Aber wenn man da jetzt Curry King, Bratwurst oder Grillfleisch oder sowas drin hat, ist das natürlich super wichtig. Super wichtig ist auch, dass ich hier nachher mal unbedingt aufräume. Aber gucken wir erstmal auf die Telemetrie drauf. So, wir sehen unsere Produkte hier, unsere Produktmappe, was hier drin ist. Sehen auch mal, wie viel hier fehlt. Und ist aber noch nichts im tragischen Bereich. Klar, das kann man sich austrocknen und man kann es sich auch umständlich schwer machen. Wir haben ja die Möglichkeit, hier auch eine Picklist zu erstellen. Und dann sehen wir, was verkauft worden ist und können das dann einzeln abhaken. Und somit sind wir dann up to date. So, Kiste ist gepackt. Das heißt, wir können starten. Wir fahren jetzt gemeinsam erstmal nach Ramsloh hin. Da steht der Automat am Mühlendamm. Und der Standort ist nicht optimal. Es gibt bessere Standorte. Der Vorteil für mich ist erstmal, das ist dichte bei. Wenn da irgendwelche Fehler sind, kann ich da sofort reagieren. Und das ist erstmal zum Üben, zum Warmwerden. Denn es gibt viele Produkte, die Probleme machen. Es gibt viele Produkte, die nicht funktionieren, die sich vielleicht verhaken oder sonst irgendwas. Und außerdem gibt es natürlich noch Software-Sachen, die ich anders haben möchte. Ich experimentiere da viel rum. Deswegen ist es auf jeden Fall wichtig, dass der Automat dicht dabei ist. Obwohl das jetzt ein relativ schlechter Standpunkt ist, ist der Umsatz überraschend gut. Also das muss man ganz klar sagen. Normalerweise sucht man sich Standorte, Bahnhof, Bushaltestellen, da wo die Leute warten oder sonst irgendwas oder wo viel los ist. Und das ist da jetzt nicht unbedingt der Fall. Aber trotzdem wird er sehr gut angenommen. Und das macht mich sehr froh, weil ich dann weiß, dass andere Standorte, die besser sind, auf jeden Fall noch besser laufen. Schulwege zum Beispiel. In der Schule selber würde ich nicht aufstellen, bekomme ich nicht versichert, weil wegen der hohen Vandalismusgefahr. Der Automat selbst ist versichert und ich möchte natürlich trotzdem nicht, dass den jemand kaputt macht. Denn irgendwann sagt die Versicherung ja auch: Hier, schieb dir das sonst wohin, ne? Ja, auch vom Grillfleisch bin ich weg. Das läuft, das funktioniert, gar keine Frage, ja. Allerdings musst du permanent garantieren, dass die Temperatur wirklich in Ordnung ist. Und da du nicht vor Ort bist und das nicht selbst kontrollieren kannst, ist das schlecht. Man hat zwar durch die Telemetrie die Möglichkeit, oder ich sehe die Temperatur, ich sehe, wie warm das da drin ist. Ich kann auch einen Verkaufsstopp einstellen, zum Beispiel ab Temperatur 8 Grad soll der Automat aufhören zu verkaufen. So, oder das Problem ist, Grillfleisch wird nur sonntags gekauft. Und das heißt, die Slots werden im Rest der Woche leer. Sonntags kann ich dann viermal hinfahren zum Auffüllen. Klar, das bringt Geld, gar keine Frage. Aber ist die Frage, möchte man das? Und da ist auf jeden Fall ganz klares Nein. Wenn ich überlege, dass ich ein paar Automaten mehr haben möchte, dann ist es natürlich so, dass das alles so easy wie möglich sein soll. Artikel, die am besten lange haltbar sind, ewig haltbar sind, wo ich kein großes Risiko eingehe und das easy neben meiner anderen Arbeit auch noch machen kann. Denn es ist für mich erstmal nur ein Zusatzeinkommen, kein Haupteinkommen und für mich macht das Spaß. Also ich arbeite gerne mit diesem Gerät, mit dem Teil, mit der Verkaufsmaschine. Das fetzt mega, vor allem mit der Telemetrie, dass ich sofort sehen kann, wer was gerade eingekauft hat. Und das macht schon Spaß. Allerdings möchte ich noch ein bisschen die wärmere Zeit abwarten, den Sommer, gucken, wie die Temperaturverläufe sind. Ich habe nochmal einen extra separaten Temperatur-Tracker in dem Gerät drin, womit ich dann halt alles checken kann. Was beim Grillfleisch natürlich auch noch eine Sache ist, ich meine, Bratwurst ist nicht so schlimm, aber Grillfleisch ist sehr sensibel und weil es ja nicht gegart ist. Und ich möchte da erstmal meine Finger von lassen. Besser ist das. Das sollen andere machen. Wenn man so ein Ding vor der Metzgerei stehen hat, das ist was anderes.
Aber wenn man das zukaufen muss und dann halt auch hohe Verluste rechnen muss, der Automat spinnt dann mal den ganzen Tag für das Grillfleisch da drinnen nicht verkauft. Und somit ist das dann alles für die Tonne und das ist es maximal 2 Tage im Automaten haltbar. Ja, Grillfleisch ist auch länger haltbar, aber ich muss ja dann auch mit einkalkulieren, dass die Leute das auch nochmal liegen lassen. Von daher bin ich bei Grillfleisch erstmal raus. Geilstes Wetter, ne? Ja, da ist er. Von außen sieht der Kunde natürlich auch 5 Grad, alles super hier, alles schick. Und einige Sachen sind auch verkauft. Dann wollen wir mal auffüllen, ne? Ja. Wichtig ist halt, dass es sauber in den Spiralen drin liegt. Nirgendwo aneckt, dann hat man noch eine geringe Fehlerquote. Aber es gibt natürlich Produkte, die einfach irgendwie immer wieder Probleme machen. Und die tausche ich dann aus gegen andere. Und ja, es gibt natürlich auch die Förderbänder statt die Spiralen. Da hat man aber dieselben Probleme, dann bleibt das dann irgendwo im Förderband hängen oder vorne an der Klappe. Also es ist immer, es gibt keine goldene Lösung für sowas. Ja, das mit dem Kleingeld und so weiter, das hält sich alles im Rahmen. Also es ist immer genug Kleingeld da, es bleibt sogar noch was über. Viele bezahlen auch mit Karte hier vorne über das Nayax-Gerät. Und eigentlich eine super Sache. Jetzt müssen wir mal gucken, wir müssen hier noch Produkte finden, die hier perfekt reinpassen und die sich natürlich gut verkaufen, die nicht hängen bleiben. Weil die anderen, die da vorher drin waren, die sind durchgefallen. So, macht man das Gerät zu, macht erstmal einen Selbstcheck. Und dann guckt er quasi, ob der Fahrstuhl irgendwo hängen bleibt. Chuck Norris kann den Fahrstuhl bei The Big Bang Theory benutzen. So, dann machen wir mal den Red Bull Testkauf hier. 01. Kohle schmeißen. So, zack, da kommt er hoch. Spiegelt sich ein bisschen hier, ne? Produkt fällt rein. Klappe schließt. So, damit kann man. Die Stimme ist noch so ein bisschen Domina-haftmäßig. Ja, wir haben hier, wie gesagt, noch ein Dach drüber gebaut. Und das Ganze nochmal foliert. Das Grün ist auch nicht das Endgrün, das soll so Wasabi-Grün werden. Jetzt können wir hier nochmal ganz kurz über das Nayax reintippen, dass wir da sind und Geld mitgenommen haben. Also hier einzubrechen, das lohnt sich definitiv nicht. Da ist relativ wenig Geld drin. Ne? So, Kassenschnitt, dass wir Kohle mitgenommen haben. Und dann haken wir gleich nochmal die Picking-Liste ab, dass die Maschine voll ist. Ja, wie gesagt, diese Kekse machen noch Ärger, die Cookies. Und andere Sachen, die haben auch viel Ärger gemacht, die mussten wieder rausfliegen. Und deswegen, schade eigentlich, aber shit happens, ne? Ja, das ist die Location hier. Hier kommt eine Spilo rein und hier ist eigentlich nichts. Vorne ist eine Mühle und ansonsten eigentlich nichts, was ideal ist. Also nicht mal eine Bushaltestelle, die ist da hinten weiter. Aber zum Testen, wie gesagt, das ist dicht dran. Besser geht's nicht. Jetzt müssen wir nochmal Eier holen, die sind alle. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder, wenn es heißt Videocheck. War mal ein kurzes Update hier vom Automaten aus Ramslow. Bleib sauber, ordentlich und anständig. Ciao.